Von A wie Aflenz bis T wie Turnau reicht die Liste der 21 Gemeinden des Bezirks. Sie bilden den Sozialhilfeverband Bruck, der massiv mit den Kostensteigerungen im Sozialbereich zu kämpfen hat. Die Führung des Sozialhilfeverbandes hat nach ihrer Vorstandssitzung über den aktuellen Stand informiert. Jede Österreicherin, jeder Österreicher kann sich über die guten Sozialgesetze im Land freuen. Nur, was helfen die besten Gesetze, wenn man nicht mitbedenkt, dass das auch jemand bezahlen muss, betonte Bernd Rosenberger. Die Gemeinden sind an ihrer Belastbarkeitsgrenze angelangt. Neue Finanzierungsmodelle im Sozialsystem sind dringend notwendig. 1 Million Euro muss der Sozialhilfeverband des Bezirks Bruck in das Nachtragsbudget des vergangenen Jahres aufnehmen. Schuld daran sind unter anderem der Wegfall des Regresses, erhöhte Tagsätze und eine steigende Anzahl an Pflegeheiminsassen. Wenn man weiß, wie die Wirtschaft dasteht, wie sich die Kommunalsteuern entwickeln werden, auf der einen Seite, das heißt die Einnahmensituation dramatisch sich verschlechtert, auf der anderen Seite aber sozusagen verpflichtet und konfrontiert damit sind, dass die Sozialausgaben explosionsartig sich erhöhen, so muss etwas passieren. Nicht das Niveau schmälern heißt es, sondern zusätzliche Einnahmen. Es muss im Staate Österreich, einen der reichsten Länder dieser Erde, möglich sein, dass man über andere Finanzierungsformen nachdenkt. Wir werden es uns nicht mehr leisten können, auf Dauer gesehen, hier zuzuschauen, auf der einen Seite hohe Ausgaben, auf der anderen Seite immer weniger Einnahmen. Das heißt, Stichwort Pflegeversicherung, höchst an der Zeit, darüber in Österreich ernsthaft zu diskutieren. Ich glaube, dass die Bevölkerung, wenn es darum geht, darüber zu reden, weiter ist, als es die Politik ist oder auch bereit ist, zuzuerkennen. Ich glaube, dass die Bevölkerung weiß, um was es hier geht, wenn es um die Altenbetreuung, um die Pflegebetreuung geht und damit eine gesetzliche Basis unter Umständen schafft, hier wirklich Einnahmen zu lukrieren. Die Einnahmen einer Gemeinde hängen von der Einwohnerzahl ab und die sinkt beinahe im gesamten Bezirk. Das wiederum bewirkt geringere Ertragsanteile vom Bund. In Zahlen 830.000 Euro minus in Kapfenberg, 400.000 Euro minus in Bruck, 133.000 minus in Aflensland. Betroffen sind alle. Jetzt sind wir mit Ausgaben konfrontiert, die für Gemeinden nur mehr sehr, sehr schwer zu tragen sind. Der Verband Bruck hat ja zwei große Bereiche, diese Finanzierung dieser hoheitlichen Bereiche und auch den Bereich des Betriebs der öffentlichen Pensionisten- und Pflegeheime. Warum sind die Kosten derartig explodiert? Aufgrund gesetzlicher Anforderungen, die von uns nicht beeinflussbar waren. So ist zum Beispiel durch die Abschaffung des Regresses eine wunderbare, notwendige, sinnvolle Maßnahme, sind die Kosten deutlich angestiegen im letzten Jahr. Das war nicht planbar. Müssen sich die Menschen jetzt Sorgen machen? Nein, ich denke, wir auf unser Sozialsystem können wir stolz sein. Wir werden es bewahren mit diesen Gemeinden. Wir hatten heute Vorstandssitzung mit diesen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Braucht sich keiner Sorgen zu machen. Unser gutes Sozialsystem wird erhalten werden, muss erhalten werden. Die Finanzierung allerdings müssen wir auf andere Beine stellen. Der Sozialhilfeverband ist nicht nur in der Qualität der angebotenen Leistungen top. Auch wenn es darum geht, Veränderungen herbeizuführen und dringende Forderungen zu stellen, verzieht man sich nicht ins Hinterkämmerchen, sondern nimmt die schwierige Situation in Angriff.